So, back in action bei Star Wars Jedi. 2 Stunden Stream in etwa, bis ich Familie vom Flughafen abholen muss. Ein Traum. Cal, hast du kurz Zeit? Ja. Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Cal, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sia. Echt. Ich sorge mich um dich, Cal. Mehr nicht. Ja, die böse Seite wirkt halt immer recht einfach, ne? Beziehungsweise es scheint immer der einfache Weg zu sein. Die böse Seite, die dunkle Seite. Böse ist ja relativ. Da bewegt sich nichts. Hat doch eigentlich am Anfang ganz gut gelaufen. Kann doch nicht wahr sein, ey. Es fängt immer schlecht an. Guten Tag, Micha. Ich will die EP aber haben von ihm. Sind auch zu viele Fähigkeiten frei. Ah, wie geil ist das denn? Nach dem Dreierblock kannst du ihn einfach hinrichten. Moment, hier vorne habe ich noch eine Abkürzung zwischendurch freigeschaltet gehabt.
Wirf mir einen Stim zu, BD. Der Fremde! Ich muss mich mehr anstrengen. Er läuft weg! Komm schon, kämpfe mit mir! Verhindert, dass er sich bewegt! Ein ordentlicher Treffer. Er zittert vor Angst. Vorwärts! Bereit zum Sterben, Jedi? Was ist das für ein Gefühl, Jedi? Gutes. Ist unter uns! Kommt, Brüder! Schließt euch mir an! Ach, Leute, hier. Brüder, helft mir! Ich werde meine Brüder rächen! Lauf! Du kannst. Vielleicht ein bisschen helfen. Ach, ich liebe es, ey. Ich sehe dich, Fremder! Die Krabbler schwärmen in größerer Anzahl aus. Ihre Raserei ist ein... Du musst dich schon mehr anstrengen. Bezahle für die Sünden der Jedi. Du bist sehr schnell. Sind alle Jedi so schwach? Bitte. Hilf mir bitte. Rückt auf ihn vor! Ich werde meine Brüder rächen. Mach das. Aber nicht durch mich. Ist richtig schön dynamisch geworden, umso mehr Fähigkeiten du hast mit der Zeit. Am Anfang warst du wirklich kämpferisch ein echter Krüppel. Und hier war, glaube ich, auch eine Abkürzung, oder? Ah, nee, war nicht. Moment, bin ich jetzt total Banane? Ich muss doch da unten. Ach so. Ich glaube, ich habe die Tür damals nicht aufgemacht. Deshalb muss ich nochmal hier lang. Oder ich hatte die Tür damals aufgemacht und hätte gerade einen ganz kurzen Weg gehen können. Aber dafür habe ich ein bisschen EP dazu gesammelt. Aber dank meines Doppelsprunges kann ich jetzt hier rüber. Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große Geister haben... Während ich hier auf diesem Stein stand, habe ich viel gesehen. Ordnung. Ich muss mal los. Und wenn er gerade nicht so hakt, schaffe ich es auch da hoch.
Moment mal, bist du ein Seil, was ich benutzen kann? Nö. Du bist nur ein Seil zur Schau. Stärke nicht überwinden. Er blutet. Bringt es zu Ende. Werde dich aufhalten. Ich brauche Hilfe. Gut gemacht. Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Sterb! Verrotte im Sumpf! Na toll. Zu kurz. Puh. Wie haben wir das geschafft? Mit dir erlebt man was. Also kann ich irgendwann auch die roten Dinger erklettern. Wie bestimmt sowas wie Kletterhaken oder sowas. Und ja, Heisenberg, das Spiel macht schon Bock. Sonst würde ich das auch nicht im Moment jeden Tag spielen. Ich brauche. Oh mein Gott, jetzt bin ich an der Säure gestorben, in der ich stand. Was ein Armutszeugnis. Ich muss zwischendurch ab und zu mal gucken, ob das Flugzeug meiner Eltern Verspätung hat. Hallo Klaus. Ich glaube, sie ist versiegelt. Oder so ähnlich. Da platzen bestimmt jetzt welche raus. Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein, er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Ihre Rache. Toll. Zombies. Ich höre dich. Unerbittlich sprungfähig und extrem aggressiv gegen Ziele. Greife den Schwärm an, lass dich nicht umzingeln. Zeig mal.
Untote. Verlasse diesen Ort. Scheint aber sehr anfällig zu sein gegen Schubsen. Die Schwestern. Vielleicht. Wie schafft's diese Schwester der Nacht, uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment. Hast du überhaupt 10? Piep, piep, piep. 10 nicht gefunden. Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Vampir. Graf Dacula ist das. Wie viele Krabbler hast du heute gesehen? Ganze Schwärme. Wir sollten in Deckung gehen. Ja, das X markiert die Stelle. Da können wir noch nicht hochklettern. Brüder, ein Eindringling! Du hast keine wahre Stärke. Brüder, helft mir! Wir werden dich zur Strecke bringen! Oh nee! Hilfst du mir mal, BD? Schießt. Ich glaube, ich nehme mal erstmal den Fahrstuhl. Ich glaube, das ist eine Abkürzung. Brüder der Nachtrunen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Ja, da kann ich nämlich die Tür aufmachen hier. Und da ist aber eine Kiste. Willst du nachsehen? Oh, du hast was gefunden. Guten Tag, bitte nicht so laut. So, 3 Fähigkeitspunkte und jetzt machen wir mal die Verstärkung des Laserschwertes. Obwohl mir gestern schon gesagt wurde, dass meine Gegner irgendwie schnell umfallen. Lichtschwertschaden erhöhen. Weil ich jetzt den super Akkukristall drin habe. Krabbelnden Feiglinge.
Hüte dich, Bruder. Los mit der Verzögerungstaktik! Alter! Geht mir doch nicht so auf die Eier! Oh, kann nicht wahr sein, ey. Gehen die mir so richtig auf die Pelle. Nur weil ich am Anfang den Stoß zu viel geladen habe. Irgendwie habe ich mehr erwartet von dem von der Lichtschwertverbesserung. Jetzt habe ich das erstmal gesehen, dass BD meine Schulter sauber macht, wenn da Staub drauf liegt. Ja, erstmal Echo angucken. Boah, Mädels, ist doch genug für euch alle da. Hast dein Schicksal besiegt. Werf einen rüber, BD1. Hat sich voll gelohnt. Hierher, BD. Du wirst nicht gewinnen, Jedi! Schieß dann nochmal, werden wir das sehen! Blöp. Achso, der geht in einer Zeit wieder hoch. Gut gemacht. Domestizierung der Spinne. Den Planeten Zapfro schon fertig. Du kommst auf Planeten immer wieder mit der Story. Also nicht auf alle immer wieder, aber auf ein paar. Du kannst nämlich nicht ohne alle Fähigkeiten die Planeten komplett abschließen. Von da unten nicht gekommen. Ich gucke nur, ob das nicht dann irgendwie noch ein Versteck ist für was.
Geh zurück, Jedi. Nein. Braucht das Holocron. Das sieht aus wie eine Kampfarena. Was hast du davon? Los geht's. Brüder in Nacht wurden in eine Grube geworfen und von Bestien zerfetzt, zweifellos um ein Exempel zu statuieren. Was gefunden? Danke, BD. Der Bau des Nidaak. Der niedere Nidaak ist bei den Brüdern der Nacht gefürchtet, obwohl einige Legenden besagen, die Schwestern der Nacht würden ihn als Vertrauten halten. Nidaak sind Einzelgänger, die nach ihrer Geschlechtsreife nur selten in Rudeln anzutreffen sind. Ihr einziger natürlicher Feind ist die riesige Gorgara. Ach, ich weiß schon, was ich noch treffen werde. Moment, das ist nicht der Weg? Doch. Muss ja. Ach, da an der Seite. Didi 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 didi.